Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, die letzte Folge hat damit aufgehört, dass wir eigentlich da hinten irgendwo in eine Höhle gehen wollten. Das haben wir auch gemacht, nur leider... Huch, ist das laut. Creeper. Nur leider hat irgendwie mein PC oder ich selbst, ich bin mir noch nicht ganz sicher, die Aufnahme von der Folge, verlegt. Alter, ist das laut. Und ja, die ist irgendwie verschwunden. So, im Inventar haben wir nichts Großartiges. Ich kann nicht das ja mal, wir können ja da nochmal gerade hinlatschen. Dann gucken wir uns das mal an. War das diese hier? Nee, die war ein bisschen weiter hinten, ne? Ich spiele diese Welt hier jetzt auf einem kleinen Server. Den ich mir gestern Abend mühselig zusammengebastelt habe. Danke nochmal an den lieben Bergi LP, der sich da bestimmt eine Stunde oder zwei, ich weiß gar nicht, wie lange das war, mit mir zusammen hingesetzt hat, dass diese Welt hier auch auf der Map läuft. Weil das war irgendwie komplizierter, als ich dachte. Im Endeffekt war die Lösung, warum das alles... War die Höhle nicht irgendwo hier? Irgendwo bei den Pferdchen war die, das weiß ich noch. Die Lösung war eigentlich relativ simpel. Das Problem war im Prinzip die ganze Zeit, dass die Map noch Let's Play Kopie hieß mit Apostroph oben und der Server das Apostroph nicht so mochte. Also wie ihr seht, hier waren wir drin, aber hier war nichts Dolles. Wir gehen hier jetzt einfach mal durch, dann seht ihr das noch. Ich glaube, ich habe nichts Großartiges gefunden. Hier unten saß ein Creeper drin, das weiß ich noch. Den habe ich in Ruhe gelassen. Und dann habe ich die Map einfach in Handtasche umbenannt, ohne irgendwelche Sonderzeichen oder Leerzeichen und so. Und schwupps, funktionierte alles. Wenn nur alle Probleme so einfach zu lösen wären, ne? Jedenfalls läuft das jetzt und das hat zum Vorteil, dass ich jetzt einfach so Gäste einladen kann. Ohne dass ich immer andere Leute, Hannibal, um Server anbetteln muss. Ja, Mami. Wie ihr seht, hier war nichts. Diese Höhle ging auch in keine Richtung irgendwie weiter nach unten. Von daher haben wir hier nicht so viel verpasst. Wird schon wieder dunkel. Tatsache. Dann mal schnell Richtung Heimat. Hui. Da hinten ist unser Häuschen. Schön. Das erleichtert das Ganze ungemein. Also mal gucken, vielleicht demnächst wieder mit Gast im LP. Oder was heißt wieder überhaupt mal mit Gast im LP? Server Save the World. Ja, das klappt doch schon mal. Das ist doch super. Hier, du kannst mir mal, wenn du schon ausbrichst, kannst du mir wenigstens trotzdem deine Wolle da lassen, finde ich. Dann gehen wir mal Richtung Heimat. Genau, das kann ich euch gerade noch schnell zeigen. Und in der letzten Folge habe ich hier im Prinzip dieses Fleckchen Erde abgetragen und dabei über Facebook gelästert. Beziehungsweise gar nicht gelästert, sondern eher so gesagt, wie ich Facebook verwende. Damit die mich nicht komplett ausspionieren, aber oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss nach Hause, ich muss nach Hause, ich muss nach Hause, ich muss nach Hause. Aua, tut mir nichts, aua. Ich will eigentlich nur nach Hause. Na, jetzt können wir aber nicht schlafen, ne? Verdammte Kacke. Nein, war ja klar. Dann essen wir mal was. Boah, sind die Viecher laut. Allgemein ist das ziemlich laut hier mal gerade. Gucke, Music and Sound, Master Volume, Friendly Creatures. Die können auf jeden Fall erstmal leiser. Das kann ein bisschen leiser. Das kann ein bisschen leiser. Ich kann leiser. Die können leiser. Vielleicht ist das ein bisschen besser jetzt. Kann ich? Schade, ich habe keine Pfeile mehr, ne? Einen habe ich noch. Warum? Da ist ein Pfeil. Ah, jetzt. Herr Skelett, wo sind Sie? Guck mal, Vogel. Jetzt ist ja noch ein Zombie mega laut am Rumwuseln. Was soll das denn? Nee, nicht du.
Ach man. So, wieder aufsammeln. Genau, wir haben in der letzten Folge, weil das Thema WhatsApp und Facebook ja gerade sehr aktuell war zu dem Zeitpunkt, als ich diese Aufnahme gemacht habe. Mittlerweile hat sich das ja auch irgendwie schon wieder... Ha, perfekt. Hat sich das Thema ja so ein bisschen gelegt. Es ging im Prinzip einfach nur darum, dass ich euch gesagt habe, postet keine Sachen, die eventuell später für euch peinlich sein könnten. So nach dem Motto, ihr könnt euch gerne mit eurer Freundin, wenn ihr mit der ins Kino geht und so, könnt ihr gerne euch da verlinken und von mir ist auch ein Foto von euch posten. Solltet ihr sturzbesoffen in der Ecke auf irgendeiner Party liegen, solltet ihr das nicht posten. So ungefähr in dem Sinne war die Folge. Genau dasselbe halt mit Fotos, so nach dem Motto, postet Fotos, postet aber nichts, was ihr später bereut. Ich meine, das sagt man immer leicht, weil in dem Moment bereut man ja sowieso gar nichts, weil, hey, cool, posten und so. Aber, ja, ich gucke mal, ob ich das Thema irgendwann nochmal aufgreife, so in den nächsten Folgen, weil ich dachte schon, es ist wichtig, euch da vernünftig zu erziehen. Aber, nicht jetzt. Jetzt schere ich diese Schafe hier ab. Sag mal, so ja nicht, Freundchen, ne? Das müssen wir da leider irgendwie rauskriegen. Also dich geht so nicht. Huch. Lässt du wohl meine Schafe in Ruhe da hinten, du? Geh mal brennen, ey. Nee, 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 nee. Wie gesagt, das WhatsApp-Facebook-Privatsphäre-Thema greifen wir dann irgendwann anders wieder auf. Jetzt habe ich da gerade weder Lust... Ja, eigentlich habe ich nur keine Lust. Zeit hätte ich. Warum hat der nicht getroffen? Na, wir hatten auch nur den einen. Schade. So, bald haben wir schon unsere erste Schere hier für die Schafe komplett alle. Das heißt, wir haben richtig viel Wolle. Finde ich gut. Dann gehen wir gleich mal das Feld abernten und dann können wir auch gleich das Skelett da hinten mal endgültig verabschieden. Braucht ja keine Sau. Und demnächst, finde ich, können wir uns auch noch mal ein paar Schweinchen züchten. Ich meine, hallo, Schweinchen. Hier, ihr seid meine Wildschafe. Ihr dürft frei rumlaufen, weil ich euch da vertraue in dem Punkt. Ja, was ist denn im Moment aktuell an Themen? Also ich will jetzt hier nicht irgendwie großartig über Russland und Ukraine und so reden, weil ich finde, das ist ein Thema, das gehört nicht in ein Let's Play. Also, ne? Oh, du Sackgesicht, Sau. Penner. Vor allem, der bleibt da doch jetzt ewig drin und wir können nichts machen so lange. Liegen hier nicht irgendwo Pfeile rum von irgendeinem verbrannten Skelett oder so? Oh Mann, du. Aber dann, wenn, dann werden die vermutlich auch schon wieder despawned. Ach, kacke, ich hasse Skelette. Die sind so nervig, sind die. So nervig. Wenn wir uns von hier anschleichen. Nein, das sieht ja uns auch. Hallo. Oh. Er soll einfach despawnen. Ich will doch nur auf mein Feld. Verdammte Kacke. Noch irgendwelche aktuellen Themen. Die Oscars. Der Leo hat schon wieder keinen Oscar gekriegt. Finde ich doof. Ich mag den Leo. Und ganz ehrlich, was muss der denn noch machen, um einen Oscar zu bekommen? Ist der immer noch da? Oder ist der despawned? Nein, der Wichser ist immer noch da. Geht doch. So. Nicht mal Pfeile droppen tust du uns. Blöd, Mann. So. Dann gehen wir das hier jetzt mal abernten. Dann locken wir in einem Zug mal das Schaf da raus, weil, ne? So, ich habe ein Weizen und ich werde es benutzen. Guck mal, Schafi. Ja, fein. Hier kommst du überhaupt raus. So, mehr kriegst du nicht. Erstmal.
So. Womit haben wir es denn weg? Weizen mit Weizen begleichen. So. Ich vermisse das Minecraft Texture Pack. Da konnte man immer besser sehen, welcher Weizen wirklich fertig war und welcher nicht. Naja, egal. Ich glaube, der Rest hier ist noch nicht fertig. Hier können wir ernten. Potatoes, Potatoes, Potatoes. Muss gleich mal gucken, ob ihr mir auf Twitter irgendwas Schönes geschrieben habt, worüber wir reden können. Die sind auch fertig. Ihr seid auch fertig. Jetzt haben wir schon drei Möhren. Ist das nicht schön? Jetzt pflanzen wir erstmal wieder was an. Und zwar Möhren. Wir vermehren die jetzt. Man, mach doch mal, wenn ich das sage, mach doch mal richtig. 1, 2, 3. So. Und den Rest machen wir voll mit Kartoffeln. Und dann können wir uns auch gleich eigentlich mal gucken, wo wir hier unsere Melonensamen und so ansiedeln, finde ich. So, hätten wir das. Jetzt brauchen wir hier noch die Seeds. Gucken wir mal, so wenig raus, habe ich das Gefühl. Vermutlich hacke ich auch die halbe Zeit immer Sachen ab, die noch gar nicht fertig sind. Und deswegen, ach, das fällt dann irgendwann. Ach, du kannst mich doch mal, du droppst uns ja gar nichts. So, weg, weg. So, jetzt mal gucken, ob ich dich nicht wieder zu deinen Freunden hier kriege. Hier, komm. Ja, komm. So ein feines Schaf. Ja, so ein feines Schaf. Ja, komm. Hallo. Ja, komm. Hier, komm nach hier. Ui. Hier, komm hier rein. Na, komm hier rein. Komm. Kuh, du sollst nicht raus. Oh Mann, ich fühle mich ein bisschen verfolgt. Schade, das wird nichts. Neuer Versuch. Guck mal, die Mama hat Weizen dabei. Nicht? Doch? Enderman? Nein? Na gut. Ach, Schafi, wie kommst du denn jetzt hier? Ihr glitscht. Ihr glitscht. Ihr sollt nicht glitschen. Das dritte Minecraft-Gebot besagt, du sollst nicht glitschen. Hier fest. Na, 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 na. Liebet euch alle. Liebet den Gott der Schafe. 17, 16. Hier, du kriegst auch noch was. Vermehret euch. Vermehret euch. Ich glaube, die haben sich vermehrt. Du kriegst nichts mehr. Ausbüchs, der darf keine Liebe machen. So, hier machen wir dann mal ein größeres Feld hin, weil das da hinten ist zwar wunderschön und alles, aber ne? Wir könnten hier dann eigentlich mal das so ein bisschen wegmachen und hier unsere Melonen und so ansiedeln. Ich habe da auch eine Idee. So, machen wir das hier mal so ein bisschen angeschrägt weg. Wie gesagt, man will ja die natürliche Umgebung ein bisschen zumindest bewahren. Schön. Dann, wie mache ich das jetzt am blödsten? Wir brauchen erstmal das, damit wir Wasser holen können. Dann brauchen wir das, damit wir die Dinger hacken können. Und dann brauchen wir noch die Samen. Macht Sinn, ne? Monsterzeugs, Grünzeugs bestimmt, ne? Pumpkin Seeds und Melon Seeds. Schön. So. Dann holen wir jetzt erstmal Wasser. Wasser. Oh, sieht richtig schön aus jetzt mit dem Texture Pack hier. Sieht so ähnlich aus, wie es draußen gerade wirklich aussieht. So, machen wir mal einen Abstand vom Haus. Nicht, dass wir uns hier.
So, machen wir einfach mal irgendwie. Erstmal einen. Schade, es funktioniert nicht. Dann muss ich gerade nochmal Wasser holen gehen. Wird das schon wieder dunkel? Ach, diese Tage hier werden noch immer kürzer in Minecraft. Finde ich. Ah, schrecklich, schrecklich, schrecklich. So, dann haben wir hier den endlosen Wasserfluss. Jo. Jo. Ich weiß, dass ich theoretisch gesehen gar nicht so viele Felder hier mit Wasser voll machen müsste. Ich finde aber, es sieht immer schöner aus, als wenn man vereinzelt dann irgendwie so nur so ein paar. Also ihr wisst, was ich meine, ne? So, wenn ich hier jetzt die Samen hinsetze, dann müsste doch, hallo, müsste doch hier vor theoretisch gesehen immer eine Frucht wachsen können, oder? Weil ich habe neulich im Wiki gelesen, das muss kein Ackerboden sein, es kann nur welcher sein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, dann bleiben die halt erstmal noch frei. Ich meine, wir können den ja auch. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich was bringt. Aber ich habe gelesen, die wachsen im Prinzip dann einfach in dem Umkreis davon. Naja, klappt schon irgendwie, würde ich sagen, ne? Wir gehen jetzt erstmal schnell wieder ins Bett und spawnen uns hier gleich wieder 1000 Skelette und wir überleben das Ganze wieder nicht. Und dann gucken wir einfach mal, ob und wann da was wächst. So, erstmal die hier wieder ablegen. Dann, ja, nö, die behalten wir erstmal noch auf Tasche. Den Rest können wir mal ein bisschen wegsortieren noch. Ist ja noch früher Abend. Ist ja nicht so, dass wir jetzt bis in die Puppen hier wach sein würden oder so. Oh, ein Pumpkin. Ganz normale Seeds. Nein, nicht den Kompass wegtun. Die Seeds. So. Der Rest ist alles für Monsterzeug. Der Eimer muss noch in die Kiste hier. So, drin damit. Dann haben wir hier unten die Monsterzeugskiste. Da kommt das Gammelfleisch rein. Nee, das sind Wertsachen, das wollte ich nicht. Wolle, oh, wie viel Wolle wir jetzt mittlerweile haben. Ich finde das herrlich. So, Steine, Erde. So, ihr könnt da mal rein. Das Holz können wir so behalten. So, Essen wieder nach da, Kobbels nach da, Holz nach da. Pilze haben wir hier auch noch. Kommen Pilze in die Grünzeugskiste oder sind die oben? Ich glaube, die sind oben, ne? Hier haben wir Essen, Kartoffeln kommen, glaube ich, auch einfach erstmal in den Ofen kommen die hier noch. So, und den Rest, ja, die Knochen können wir eigentlich hier lassen. Bones. Ich gucke gerade Bones übrigens nebenbei. Habt ihr auch Bones geguckt? Ich mag Bones unglaublich gerne. Da ist Kohle. Ach, da haben wir eine Kohlekiste. Hatten wir das nicht neu? Haben wir die nicht neulich noch nach unten gebracht? Ich weiß es gar nicht. Hier habe ich neulich, glaube ich, einfach nach der Höhlentour ein bisschen Eisen reingepackt, aber jetzt auch nicht so viel, weil, wie gesagt, da war nicht großartig was in der Kohle, in der Höhle da unten. Und deswegen war die Ausbeute da halt auch nicht so groß. So, Kohle erstmal hier rein, bisschen was behalten, damit wir uns Fackeln zur Not bauen können. Ihr kommt auch noch nach da und dann ist alles wieder schön sortiert und dann können wir ins Bett gehen. Und dann beende ich damit auch die heutige Folge, in der wir wieder nur Scheiße gelabert haben. Aber naja, vielleicht in der nächsten, wa? Tschüss!